Ein Landarzt von Franz Kafka. Ich war in großer Verlegenheit. Eine dringende Reise stand mir bevor. Ein Schwerkranker wartete auf mich in einem 10 Meilen entfernten Dorf. Starkes Schneegestöber füllte den weiten Raum zwischen mir und ihm. Einen Wagen hatte ich, leicht, großrädrig, ganz wie er für unsere Landstraßen taugt. In den Pelz gepackt, die Instrumententasche in der Hand, stand ich reisefertig schon auf dem Hof. Aber das Pferd fehlte. Das Pferd. Mein eigenes Pferd war in der letzten Nacht infolge der Überanstrengung in diesem eisigen Winter verendet. Mein Dienstmädchen lief jetzt im Dorf umher, um ein Pferd geliehen zu bekommen. Aber es war aussichtslos. Ich wusste es. Und immer mehr vom Schnee überhäuft, immer unbeweglicher werdend, stand ich zwecklos da. Am Tor erschien das Mädchen allein, schwenkte die Laterne. Natürlich, wer leiht jetzt sein Pferd her zu solcher Fahrt? Ich durchmaß noch einmal den Hof. Ich fand keine Möglichkeit. Zerstreut, gequält, stieß ich mit dem Fuß an die brüchige Tür des schon seit Jahren unbenutzten Schweinestalls. Sie öffnete sich und klappte in den Angeln auf und zu. Wärme und Geruch wie von Pferden kam hervor. Eine trübe Stalllaterne schwankte darin an einem Seil. Ein Mann, zusammengekauert in dem niedrigen Verschlag, zeigte sein offenes, blauäugiges Gesicht. »Soll ich anspannen?« fragte er, auf allen Vieren hervorkriechend. Ich wusste nichts zu sagen und beugte mich nur, um zu sehen, was es noch in dem Stalle gab. Das Dienstmädchen stand neben mir. »Man weiß nicht, was für Dinge man im eigenen Haus vorrätig hat«, sagte es, und wir beide lachten. »Holla, Bruder! Holla, Schwester!« rief der Pferdeknecht, und zwei Pferde, mächtige, flankenstarke Tiere schoben sich hintereinander, die Beine eng am Leib, die wohlgeformten Köpfe wie Kamele senkend, nur durch die Kraft der Wendungen ihres Rumpfes aus dem Türloch, das sie restlos ausfüllten. Aber gleich standen sie aufrecht, hochbeinig, mit dicht ausdampfendem Körper. »Hilf ihm«, sagte ich. Und das willige Mädchen eilte, dem Knecht das Geschirr des Wagens zu reichen. Doch kaum war es bei ihm, umfasst es der Knecht und schlägt sein Gesicht an ihres. Es schreit auf und flüchtet sich zu mir. Rot eingedrückt sind zwei Zahnreihen in des Mädchens Wange. »Du Vieh«, schrie ich wütend, »willst du die Peitsche?« Besinne mich aber gleich, dass es ein Fremder ist, dass ich nicht weiß, woher er kommt und dass er mir freiwillig aushilft, wo alle anderen versagen. Als wisse er von meinen Gedanken, nimmt er meine Drohung nicht übel, sondern wendet sich nur einmal, immer mit den Pferden beschäftigt, nach mir um. »Steigt ein«, sagt er dann, und tatsächlich, alles ist bereit. Mit so schönem Gespann, das merke ich, bin ich noch nie gefahren, und ich steige fröhlich ein. Kutschieren werde ich, du kennst nicht den Weg, sage ich. Gewiss, sagte er, ich fahre gar nicht mit. Ich bleibe bei Rosa. »Nein«, schreit Rosa und läuft im richtigen Vorgefühl der Unabwendbarkeit ihres Schicksals ins Haus. Ich höre die Türkette klirren, die sie vorlegt. Ich höre das Schloss einspringen. Ich sehe, wie sie überdies im Flur und weiter jagend durch die Zimmer alle Lichter verlöscht
um sich unauffindbar zu machen. »Du fährst mit«, sag ich zu dem Knecht, »oder ich verzichte auf die Fahrt, so drängend sie auch ist. Es fällt mir nicht ein, dir für die Fahrt das Mädchen als Kaufpreis hinzugeben.« »Munter«, sagt er, klatscht in die Hände. Der Wagen wird fortgerissen wie Holz in die Strömung. Noch höre ich, wie die Tür meines Hauses unter dem Ansturm des Knechts birst und splittert. Dann sind mir Augen und Ohren von einem zu allen Sinnen gleichmäßig dringenden Sausen erfüllt. Aber auch das nur einen Augenblick, denn als öffne sich unmittelbar vor meinem Hoftor der Hof eines Kranken, bin ich schon dort. Ruhig stehen die Pferde. Der Schneefall hat aufgehört. Mondlicht ringsum. Die Eltern des Kranken eilen aus dem Haus, seine Schwester unter ihnen. Man hebt mich fast aus dem Wagen. Den verwirrten Reden entnehme ich nichts. Im Krankenzimmer ist die Luft kaum atembar. Der vernachlässigte Herdofen raucht. Ich werde das Fenster aufstoßen. Zuerst aber will ich den Kranken sehen. Mager, ohne Fieber. Nicht kalt, nicht warm, mit leeren Augen. Ohne Hemd hebt sich der Junge unter dem Federbett, hängt sich an meinen Hals, flüstert mir ins Ohr: »Doktor, lass mich sterben.« Ich sehe mich um. Niemand hat es gehört. Die Eltern stehen stumm vorgebeugt und erwarten mein Urteil. Die Schwester hat einen Stuhl für meine Handtasche gebracht. Ich öffne die Tasche und suche unter meinen Instrumenten. Der Junge tastet immerfort aus dem Bett nach mir hin, um mich an seine Bitte zu erinnern. Ich fasse eine Pinzette, prüfe sie im Kerzenlicht und lege sie wieder hin. »Ja«, denke ich lästernd, »in solchen Fällen helfen die Götter, schicken das fehlende Pferd, fügen der Eile wegen noch ein zweites hinzu, spenden zum Übermaß noch den Pferdeknecht.« Jetzt erst fällt mir wieder Rosa ein. Was tue ich? Wie rette ich sie? Wie ziehe ich sie unter diesem Pferdeknecht hervor, 10 Meilen von ihr entfernt, unbeherrschbare Pferde vor meinem Wagen? Diese Pferde, die jetzt die Riemen irgendwie gelockert haben, die Fenster, ich weiß nicht wie, von außen aufstoßen, jedes durch ein Fenster den Kopf stecken und unbeirrt durch den Aufschrei der Familie den Kranken betrachten. Ich fahre gleich wieder zurück, denke ich, als forderten mich die Pferde zur Reise auf. Aber ich dulde es, dass die Schwester, die mich durch die Hitze betäubt glaubt, den Pelz mir abnimmt. Ein Glas Rum wird mir bereitgestellt. Der Alte klopft mir auf die Schulter. Die Hingabe seines Schatzes rechtfertigt diese Vertraulichkeit. Ich schüttle den Kopf. In dem engen Denkkreis des Alten würde mir übel. Nur aus diesem Grund lehne ich es ab, zu trinken. Die Mutter steht am Bett und lockt mich hin. Ich folge und lege, während ein Pferd laut zur Zimmerdecke wiehert, den Kopf an die Brust des Jungen, der unter meinem nassen Bart erschauert. Es bestätigt sich, was ich weiß. Der Junge ist gesund, ein wenig schlecht durchblutet, von der sorgenden Mutter mit Kaffee durchtränkt, aber gesund und am besten mit einem Stoß aus dem Bett zu treiben. Ich bin kein Weltverbesserer. Lass ihn liegen. Ich bin vom Bezirk angestellt und tue meine Pflicht bis zum Rand, bis dorthin, wo es fast zu viel wird. Schlecht bezahlt,
bin ich doch freigebig und hilfsbereit gegenüber den Armen. Noch für Rosa muss ich sorgen, dann mag der Junge recht haben, und auch ich will sterben. Was tue ich hier in diesem endlosen Winter? Mein Pferd ist verendet, und da ist niemand im Dorf, der mir seines leiht. Aus dem Schweinestall muss ich mein Gespann ziehen, wären es nicht zufällig Pferde, müsste ich mit Säuen fahren. So ist es. Und ich nicke der Familie zu. Sie wissen nichts davon. Und wenn sie es wüssten, dann würden sie es nicht glauben. Rezepte schreiben ist leicht. Aber im Übrigen sich mit den Leuten verständigen ist schwer. Nun, hier wäre also mein Besuch zu Ende. Man hat mich wieder einmal unnötig bemüht, daran bin ich gewöhnt. Mit Hilfe meiner Nachtglocke martert mich der ganze Bezirk. Aber dass ich diesmal auch noch Rosa hingeben musste, dieses schöne Mädchen, das jahrelang von mir kaum beachtet in meinem Haus lebte, dieses Opfer ist zu groß. Und ich muss es mir mit Spitzfindigkeiten aushilfsweise in meinem Kopf irgendwie zurechtlegen, um nicht auf diese Familie loszufahren, die mir ja beim besten Willen Rosa nicht zurückgeben kann. Als ich aber meine Handtasche schließe und nach meinem Pelz winke, die Familie beisammen steht, der Vater schnuppernd über dem Rumglas in seiner Hand, die Mutter von mir wahrscheinlich enttäuscht, ja, was erwartet denn das Volk? Tränenvoll in die Lippen beißend und die Schwester ein schwer blutiges Handtuch schwenkend, bin ich irgendwie bereit, unter Umständen zuzugeben, dass der Junge vielleicht doch krank ist. Ich gehe zu ihm, er lächelt mir entgegen, als brächte ich ihm etwa die allerstärkste Suppe. Ach, jetzt wiehern beide Pferde. Der Lärm soll wohl höherenorts angeordnet die Untersuchung erleichtern. Und nun finde ich, ja, der Junge ist krank. In seiner rechten Seite, in der Hüftengegend, hat sich eine handtellergroße Wunde aufgetan. Rosa in vielen Schattierungen, dunkel in der Tiefe, hell werdend zu den Rändern, zartkörnig, mit ungleichmäßig sich aufsammelndem Blut, offen wie ein Bergwerk obertags. So aus der Entfernung. In der Nähe zeigt sich noch eine Erschwerung. Wer kann das ansehen, ohne leise zu pfeifen? Würmer an Stärke und Länge meinem kleinen Finger gleich, rosig aus eigenem und außerdem blutbespritzt, winden sich im Innern der Wunde festgehalten, mit weißen Köpfchen, mit vielen Beinchen ans Licht. Armer Junge, dir ist nicht zu helfen. Ich habe deine große Wunde aufgefunden. An dieser Blume in deiner Seite gehst du zugrunde. Die Familie ist glücklich, sie sieht mich in Tätigkeit. Die Schwester sagt's der Mutter, die Mutter dem Vater, der Vater einigen Gästen, die auf den Fußspitzen mit ausgestreckten Armen balancierend durch den Mondschein der offenen Tür hereinkommen. »Wirst du mich retten?« flüstert schluchzend der Junge, ganz geblendet durch das Leben in seiner Wunde. So sind die Leute in meiner Gegend. Immer das Unmögliche vom Arzt verlangen. Den alten Glauben haben sie verloren. Der Pfarrer sitzt zu Hause und zerzupft die Messgewinde eins nach dem anderen, aber der Arzt soll alles leisten mit seiner zarten, chirurgischen Hand. Nun, wie es beliebt. Ich habe mich nicht angeboten.
Verbraucht ihr mich zu heiligen Zwecken? Lass ich auch das mit mir geschehen. Was will ich Besseres, alter Landarzt, meines Dienstmädchens beraubt? Und sie kommen, die Familie und die Dorfältesten, und entkleiden mich. Ein Schulchor mit dem Lehrer an der Spitze steht vor dem Haus und singt eine äußerst einfache Melodie auf den Text: Entkleidet ihn, dann wird er heilen, und heilt er nicht, so tötet ihn. Es ist nur ein Arzt. Es ist nur ein Arzt. Dann bin ich entkleidet und sehe die Finger im Barte mit geneigtem Kopf die Leute ruhig an. Ich bin durchaus gefasst und allen überlegen und bleibe es auch, trotzdem es mir nichts hilft. Denn jetzt nehmen sie mich beim Kopf und bei den Füßen und tragen mich ins Bett. Zur Mauer an die Seite der Wunde legen sie mich. Dann gehen sie alle aus der Stube. Die Tür wird zugemacht, der Gesang verstummt. Wolken treten vor den Mond, warm liegt das Bettzeug um mich. Schattenhaft schwanken die Pferdeköpfe in den Fensterlöchern. Weißt du, höre ich mir ins Ohr gesagt, mein Vertrauen zu dir ist sehr gering. Du bist ja auch nur irgendwo abgeschüttelt, kommst nicht auf eigenen Füßen. Statt zu helfen, engst du mir mein Sterbebett ein. Am liebsten kratzt ich dir die Augen aus. Richtig, sage ich. Es ist eine Schmach. Nun bin ich aber Arzt, was soll ich tun? Glaube mir, es wird auch mir nicht leicht. Mit dieser Entschuldigung soll ich mich begnügen? Ach, ich muss wohl. Immer muss ich mich begnügen. Mit einer schönen Wunde kam ich auf die Welt, das war meine ganze Ausstattung. Junger Freund, sage ich, dein Fehler ist, du hast keinen Überblick. Ich, der ich schon in allen Krankenstuben weit und breit gewesen bin, sage dir, deine Wunde ist so übel nicht. Im spitzen Winkel mit zwei Hieben der Hacke geschaffen. Viele bieten ihre Seite an und hören kaum die Hacke im Forst, geschweige denn, dass sie ihnen näher kommt. Ist es wirklich so, oder täuschst du mich im Fieber? Es ist wirklich so. Nimm das Ehrenwort eines Amtsarztes mit hinüber. Und er nahm's und wurde still. Aber jetzt war es Zeit, an meine Rettung zu denken. Noch standen treu die Pferde an ihren Plätzen. Kleider, Pelz und Tasche waren schnell zusammengerafft. Mit dem Ankleiden wollte ich mich nicht aufhalten. Beeilten sich die Pferde wie auf der Heerfahrt, sprang ich ja gewissermaßen aus diesem Bette in meines. Gehorsam zog sich ein Pferd vom Fenster zurück. Ich warf den Ballen in den Wagen, der Pelz flog zu weit, nur mit einem Ärmel hielt er sich an einem Haken fest. Gut genug, ich schwang mich aufs Pferd. Die Riemen lose schleifend, ein Pferd kaum mit dem anderen verbunden, der Wagen irrend hinterher, der Pelz als letzter im Schnee. »Munter«, sagte ich. Aber munter ging's nicht. Langsam, wie alte Männer, zogen wir durch die Schneewüste. Lange klang hinter uns der neue, aber irrtümliche Gesang der Kinder. »Freuet euch, ihr Patienten! Der Arzt ist euch ins Bett gelegt!« Niemals komme ich so nach Hause. Meine blühende Praxis ist verloren. Ein Nachfolger bestiehlt mich, aber ohne Nutzen, denn er kann mich nicht ersetzen. In meinem Haus wütet der ekle Pferdeknecht. Rosa ist sein Opfer, ich will es nicht ausdenken. Nackt, dem Froste dieses unglückseligen Zeitalters ausgesetzt, mit irdischem Wagen, unirdischen Pferden, treibe ich mich, alter Mann, umher. Mein Pelz hängt hinten am Wagen, ich kann ihn aber nicht erreichen, und keiner aus dem beweglichen Gesindel der Patienten rührt den Finger. Betrogen! Betrogen!
einmal dem Fehlläuten der Nachtglocke gefolgt. Es ist niemals gut zu machen.